Hallo zusammen, ich bin die Kat und ich möchte euch heute eine Variante zeigen, wie ihr auf dem Eis bremsen könnt. Den ersten Stopp, den ich euch zeigen möchte, das ist der sogenannte Schneeflug. Ich bin Freund von dem Schneeflug, weil ich denke, er ist gerade am Anfang der richtige Bremser, um zu starten. Startet ruhig an der Bande, haltet euch fest mit beiden Händen und jetzt schauen wir einmal auf die Füße, geht in die Knie und bringt den rechten ein bisschen in so eine V-Position wieder, während der linke weiter zur Bande zeigt. Und jetzt schabt ihr ein kleines Schneehäufchen mit dem rechten Fuß nach vorne, um so diese Bremsbewegung zu bekommen. Ihr seht immer noch, der ist leicht eingedreht auf der inneren Kante und der linke zeigt immer noch weiter nach vorne. Ja, das ist die Vorübung für den Schneeflug. So, in voller Fahrt ist es wichtig, dass wenn ihr anhaltet, den linken Arm nach vorne nehmt und den rechten zur Seite. Laufen, laufen, rutschen, links nach vorne, rechts zurück und bremsen. Ja, wenn ihr die rechte Schulter zurückhaltet, vermeidet ihr, dass ihr euch weiter dreht. Deshalb immer schön, wenn ihr das rechte Bein benutzt zum Stoppen, rechte Schulter zurück, linker Arm nach vorne, so könnt ihr bremsen. Ich zeige es euch nochmal mit ein bisschen mehr Schwung. Ihr nehmt Anlauf, rutschen und bremsen. Das ist der Schneeflug. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Stellt sicher, dass ihr immer schön vorne bleibt mit dem Oberkörper. Dann kann auch nichts schief gehen.